Wusstet ihr, dass 30% aller CO2-Emissionen weltweit durch den Betrieb von Gebäuden entstehen, also auch durch Wohnen und Heizen? So steht es jedenfalls auf der Webseite vom Umweltbundesamt. Ist ja auch ein energiegeladenes Thema, also Energiekosten. Und wie ich jetzt CO2 und Geld sparen kann, ist zum Beispiel mal die Heizung zu tauschen. Also, wenn es nötig ist. Sowas kann aber auch eine ganz schöne Herausforderung für die Hausbesitzer sein. Förderanträge, Finanzierung und wo kriege ich überhaupt die Handwerker her? Aber was hat das alles mit der Zukunft der Bank- und Finanzindustrie zu tun? Hallo. Hallo, guten Tag. Jürgen Schmidt von der Deutschen Bank. Hallo. Und wie das mit den CO2-Einsparungen funktioniert und ob es funktioniert, schaue ich mal bei Andreas an. Woran merkst du dann, dass die Leute CO2 einsparen wollen? Das merkt man alleine daran, dass in den letzten Monaten sehr viele Anfragen zu uns gekommen sind. Es sind noch sehr viele Heizungsanlagen im Umlauf in den Bestandshäusern, die ja teilweise älter noch wie 20 Jahre alt sind und natürlich sehr viel CO2 produzieren. Welche Arten von Heizung kann ich mir denn jetzt einbauen? Wenn man nicht vom Öl weg kann, kann man noch eine regenerative Energie zum Beispiel dazu nehmen. Das wäre die Solar, entweder für Heizungsunterstützung oder auch für die Trinkwasserunterstützung. Und das Gleiche geht mit einem Gasbrennwertgerät und thermischer Solar oben auf dem Dach oder halt eine Wärmepumpe. Da würde ich mir gerne mal so ein Beispiel anschauen. Und da können wir jetzt mal zu einem Kunden gehen, wo wir im letzten Jahr eine eingebaut haben. Ja. Was sind jetzt die größte Herausforderung, wenn ich meine Heizung wechseln will? Also im Moment ist eine große Herausforderung die Materiallieferung. Wie lange muss ich denn warten, wenn ich zum Beispiel eine Wärmepumpe haben will? Also im Moment, es kommt natürlich auch auf die Leistungsdaten der Wärmepumpe an. Ist halt unterschiedlich. Wir haben zuletzt ca. 8 Monate gewartet auf die Anlieferung der Luftwasserwärmepumpe. Dann haben wir hier das Schätzchen, ja? Wie funktioniert das denn jetzt? Ja, im Prinzip funktioniert eine Luftwasserwärmepumpe genau entgegengesetzt wie ein Kühlschrank. Na, beim Kühlschrank wird die Kühlschranktemperatur entzogen, um dann nach außen die Wärme abzugeben. In unserem Fall wird die Wärmeenergie aus der Umwelt angesaugt durch den Ventilator und über diesen Verdichter und diesem Kältemittel wird es dann nach innen getragen. Und bei mir steht jetzt der Herr Hennecke. Sie haben dieses Gerät installiert. Lohnt sich das denn überhaupt? Die Preisentwicklung hat meine Berechnungen nun noch 3-mal übertroffen. Ich habe dadurch enormen Vorteil. Der liegt in der Größenordnung weit über 1000. Im ersten Jahr nach der Installation 2020, da hat es dann im Folgemonat im Januar mal eine Außentemperatur von minus 10 Grad gegeben. Das hat die Wärmepumpe mühelos geschafft, im ganzen Haus. Was ist denn auch der Umweltaspekt für Sie hinten dran? Ja, das war ja mein treibendes Motiv. Ich wollte etwas auch um meiner Selbstachtung willen gegenüber meinen eigenen Kindern, wollte ich natürlich etwas tun. Es gab eine Devise, Schluss mit der Verbrennung. Jetzt haben wir uns mal einen Heizungstausch angeschaut. Aber wie kommen denn da die Banken ins Spiel? Und dafür habe ich die Katrin bei mir. Wie helfen wir denn unseren Kundinnen? Ja, Banken können natürlich sehr viel tun, indem sie die richtigen Produkte entwickeln, die zur CO2-Neutralität beitragen. Aber auch die Finanzierung bereitstellen, bei der staatlichen Förderung unterstützen. Und einen Handwerker bereitstellen. Und das alles haben wir in einem neuen Paket zusammengebündelt, sodass der Kunde alles aus einer Hand bekommt. Den Handwerker kriege ich auch bei dir? Ja. Dann sowas wie Andreas. Ja, kann ja nichts mehr schief gehen. Danke. Ja.